Herzlich willkommen, ein fröhliches Moin! Zurück zu Let's Play Octopath Traveler. Ich habe keine Ahnung, wo wir letztes Mal waren, aber gucken wir mal. Ich glaube, wir hatten irgendwie zwei Sachen versucht, unter anderem den Drachen. Und was machen wir hier eigentlich? Ich habe echt keine Ahnung mehr. Das ist gut. Super Start. Wo haben wir denn noch Quest Kapitel 3 übrig? Ich weiß es echt nicht mehr. Achso, hier in den Wald. Ja, richtig. In den Weißwald, um den Drachen noch einmal zu versuchen, könnten wir theoretisch. Lass mich mal gucken, welche Stufen hier empfohlen werden. Kapitel 4, Kapitel 3, Kapitel 3, Kapitel 4. Kapitel 4. Das heißt, wir hätten eigentlich nur noch hier oben Kapitel 3 zu erlösen. Wir versuchen es tatsächlich nochmal mit dem Drachen. Wir rauchen hier schon die Haare aus. Oh, Gier vor Flucht. Erstmal nach hinten los. Nee, ich glaube, wir hatten das letzte Mal einen kleinen Quest gemacht. Und der ging aber nach hinten los, weil wir hatten irgendwie... Ich schaue mal die Nebengeschichten gerade an. Hier war noch irgendwo eine Nebengeschichte. Quest der Waffe. Den können wir noch nicht lösen. Da müssen wir erst nach... Ein Ort mit M, den ich nicht mehr weiß. Irgendwas mit M. Legenden über eine Stadt aus Gold. Weiß ich nicht. Ja, ich hatte ja letztes Mal ein bisschen Nebenquests mit euch gelöst, um zu schauen, wo wir schon weiterkommen, wo vielleicht die Leute wieder sitzen oder neu sitzen. Im Prinzip müsste ich die Orte noch einmal durchgehen und gucken, ob da jetzt irgendwo neue orange oder braune Punkte zu sehen sind. Kaya, Mutter der Drachen 3, können wir nicht machen. Müssen wir auch den Ort mit M finden? Da müssen wir raten. Nee, falsch. Da müssen wir irgendeine Höhle finden, glaube ich. War mir, glaube ich, zu schwer. So ein. Das weiß ich nicht. Ich glaube, den könnten wir lösen. Weiß ich einfach nicht zu lösen. Von davon. Doch, das geht das auch. Also, so zwei Sachen könnten wir theoretisch noch lösen. Was ich auch machen könnte, ist jetzt tatsächlich einmal von Ort zu Ort zu hüpfen. Und schauen, ob wir dort neue Aufgaben haben. Aber wir sind gerade im Stillstehen angekommen. Jetzt will ich nicht schon wieder hin und her springen. Wir sind jetzt immerhin Level 48 und größer. Ich nehme jetzt einfach mal eine gescheite große Gruppe mit, die den Drachen besiegen. Jo, Ferian brauchen wir nicht. Wir waren da ja schon. Also... gescheite große Gruppe, dann könnte Ferian theoretisch doch mit. Ophelia hätte ich gerne dabei. Weil sie Magie kann. Ulbrich hätte ich gerne dabei. Und Primrose, ja. Kann man eigentlich machen. Ausrüstung könnte ich noch optimieren, tatsächlich. Wenn hier irgendwo noch was zu optimieren ist. Echsenkönig-Axt. Der soll die Echsenkönig-Axt nehmen, nicht mehr. Der hat doch jetzt das Seelenbeil gehabt. Na gut. Seelenmesser statt Himmelsbrecher war das, glaube ich. Mal gucken. Himmelsbrecher. Warum soll er nicht das Himmelsding nehmen? Ach sicher, Himmelsbrecher. Und die soll Seele nehmen? Nee. Das ist ja wohl falsch. Das lassen wir mal schön, so wie es ist. Da passiert ja nichts. Hier auch Seelenmesser. Warum Seelenmesser? Weil das Zauberermesser schlechter ist. Ja, gut, das ist okay. Unten ist auch irgendwas passiert. Vorschlaghammer. Warum soll sie nicht den elementaren Angriffsstab benutzen? Hier auch nochmal optimieren. Vorschlaghammer. Also manchmal macht er ein bisschen Unsinn. So. Dann eines kann ich glaube ich noch tun. Zwei kann ich noch tun. Ich gucke nochmal bei Fertigkeiten, ob noch irgendjemand Wünsche hat. Nö. Alle Wünsche wirklich. Ach ja, die Amulette, natürlich. Nochmal. Jetzt kann ich mich noch gucken, wenn ich meine Gruppe anschaue.
baue. Status. Was können sie gut, was können sie nicht gut? Beziehungsweise, was können sie noch gebrauchen? Also Cyrus und Primrose können auf jeden Fall noch ausweichen brauchen. Und Tempo können die anderen beiden brauchen. Tempo ausweichen. Die Olberic braucht auf jeden Fall mehr FP. Und die Ladies bräuchten noch ein bisschen mehr GP. Mal gucken, ob ich das noch arrangieren kann. Ausrüstung. Was trage ich denn so? Was? EP. Ja, das ist gut. Tempo. Ich hatte ja gesagt, ausweichen braucht er, ne? Gebe ich 20 Tempo ab. Ich gucke erstmal hier. Erhalte nach jeder Ausrüstung FP wieder. Das kann ich, glaube ich, nicht wieder wegnehmen. Tempo plus 50. Die hat schon Tempo plus 50. Oh Gott. Ach so, hier. Wir können hier natürlich auch Tempo plus 50 machen. Oder lebhaft. Haben wir irgendwas Lebhaftes? Tempo bitte. Ist hier noch irgendwo Tempo? Tempo 10. 10. Kritisch Tempo. Plus 50. GP plus 50. Ja, nö. Tempo plus 20. Tempo plus 50. So. Hier müsste mehr Tempo. Aber sie hat schon das Armband. Ja, richtig. Was hat sie? Ausweichen. Ja, da kann man tatsächlich noch ein bisschen was machen. Was erhöht die Chance, auf Feinde zu treffen? Nee. GP 600. Das könnte sie tatsächlich auch brauchen. Kann dann zwar nicht mehr so gut ausweichen. Oh, weißt du was? Da hat sie auch noch GP drauf, dann nimmt sie das wieder weg. Ja, FP kann sie leider auch brauchen. Na komm. Und hier noch einmal. Was hast du? Physischer Angriff plus 50. So wichtig. GP werden wiederhergestellt. Das allerdings schon. Gut, dann lasse ich das erstmal so. Wir speichern noch einmal. Und das können wir auch in der Nähe vom Tatort machen. Ich hoffe, jetzt kriegen wir den Drachen geknackt. Ich hoffe, ich hoffe. Vielleicht können wir noch ein Biest mitnehmen oder so. Ach nee, warum Hanet nicht dabei? Ich gehe nochmal zurück. Ich könnte mich natürlich... Let us fight with honor. Wollte sagen, ich könnte mich natürlich noch einmal nach Kumpanen... The battle is truly... Ist der gerade ausgewichen? Now, what next? What next? We'll do some... I'll do my best. Ja, das weiß ich. I shall cleave you. I am ready. Bring about a miracle of healing. Weiterzukommen, ich habe keine Ahnung. Vielleicht. No. Schaffen wir den ja. My turn now. Primrose könnte man was machen. Now, what? Oder auch nicht. Not bad. A passing. Zwei
nicht so ein einfacher Kampf, ne? Okay. Ich wollte... Kann man den verführen? Ich will mal gucken, ob ich hier noch ein bisschen bessere Kumpanen vielleicht mitnehmen kann. Okay. Kann man nicht verführen? Ist das eigentlich was anderes? Nee, ist das gleich. Ich gucke mich mal noch ein bisschen um, ne? Was? Hier noch ein Kind bekommen? Oh Gott. Ist alles so schlapp? Oh, 4 Tempo verbessert. Oh. Nee. Vielleicht fair führen? 70%? Wow, da wäre ich auch sehr. Doof. Sie hat ja schon Eissturm als Gehilfe. Das ist ja schwierig, das zu toppen. Unvergleichlicher Schlag. Ah, weiß ich nicht. Aber wir gehen jetzt zu einem Drachen. Zeitlupe, was ist denn Zeitlupe? Feuersturm? Besser. Möge die Flamme euch den Weg weisen. Machen wir das so. Haben einmal Feuersturm dabei und einmal so ein Dolchminister. Da kann ich höchstens hier nochmal gucken. Nee. Ich kurz nachgedacht, oh nein. So, jetzt haben wir eigentlich ein gutes Gefolge dabei. Oh, dieser Wind. Wenn ich euch jetzt sage, ist draußen was aufgefallen. Okay. Wir machen jetzt mal ein bisschen. Wenn ich jetzt Harnett dabei hätte, hätte ich noch ein Tiger mitgenommen. I'm ready. Ach ja, ich muss ja Harnett mitnehmen. Na, ich bin ja schlau. May the sacred flame shine forth. Ja, dann müssen wir gleich mal zurück. I'll do my best. Earth flames, burn this away. No, alles getroffen. Schlecht. I'll do my best. Fire, burn strong. Toll. Das bringt ja gar nichts. I'm ready. Weißt du was, hier kommt noch alles. Das macht man dann einfach nicht. Einmal. Weil man sieht, kann da auch was Böses bei passieren. Wow. Oder gar nichts. What next? So, jetzt holen wir nochmal Harnett ab. Bei wem von denen kann ich dann... Ich glaube, da müsste ich Olbrich zu Hause lassen. Das ist wahrscheinlich dieselbe Gruppe, die ich vorher auch hatte. Beste Wand? Nö. Die Kampfstärke. Okay. Ich sollte Harnett natürlich mitnehmen, wenn das ihre Aufgabe ist. Schlau. Achso. Ausrüstung. Von Harnett. Was braucht sie denn? Sie bräuchte Tempo und Ausweichen. FP könnte sie gebrauchen. Ja, aber nee. Bewahrt vor Verstummung. Das braucht sie nur wirklich nicht. Also schon, aber... Wird die Chance auf Feinde zu treffen? Nö. Mehr Verteidigung ist mehr Verteidigung, aber nö. Kann sie tatsächlich aber gebrauchen. Das Schutzwappen. Stimulierende Kette.
Genauigkeit ist mehr für Crit, ne? Hier ausweichen. Warum habe ich diese Ketten vorhin nicht gesehen? Weißt du was, nimm hier mal den... das mit Leben drauf. Oh, Ring? Ich hab's nichts Schöneres. Ring. Fegens Armband. So. Hier noch FP drauf gehabt. Wenn das stimulierend ist, dann kannst du auch eine stimulierende Kette nehmen. Das hat sich FP und GP bekommen. Okay. Wir plänkeln noch mal ein bisschen. So then. Primrose, ich wollte euch nach diesem Dolch fragen. Es war ein Geschenk meines Vaters. Ihr hütet ihn wie ein Schatz. Ich weiß das, weil... Ups. Wegen der beiden Ringe an der Kette um euren Hals? In der Tat. Das ist das Einzige, was mir von meinen Eltern blieb. Ich habe keine Erinnerung an sie. Sie starben, als ich noch ein kleines Kind war. Aber solange ich die Ringe um den Hals trage, weiß ich, was sie über mich wachen. Seltsam, wie die Liebe den Tod überdauern kann. Das ist es tatsächlich. So. Mit Harnet im Gepäck versuchen wir zum dritten Mal zum Drachen zu gehen. Hat Harnet noch ein Tier dabei? Das werde ich gleich merken, oder? Ich hätte gerne noch so ein Säbelzahnfrettchen mitgenommen. Ja, komm. I'll do my best. Ja, dann tu mal dein Best. Come in, if thou darest. Dreimal. What is the logical course of action? Ich dachte, sie schießt dreimal. Also eins haben sie jetzt. FP. Haben sie jetzt alle. Die Naschkatze ist ja nur einmal da. Ich habe jetzt aber nochmal einen Grund zurückzulaufen. Let yourself be healed. My turn now. Nee, das machen wir jetzt nicht. Fire! Burn strong! So, die eine Katze muss eigentlich schwach genug sein. Ja. Das wird ja schon angreifen. Ganz wenig geht noch. Ja. Ich glaube, die eine Katze war nicht aufpassen. I'm ready. Komm, heil noch mal. Let yourself be healed. Harnet, möchtest du eine von diesen mitnehmen? If thou darest. Fangen. Ja. Mit. Fall. I'll not be defeated. Na klopp. What is the logical course of action? Let the hunt begin. Egal, versuch ich mal. I'm ready. Ist aber echt schwer zu fangen, ne? Ja, das ist... Warum? The show is over. Okay. Der eine mit dem Dolch ist nur noch eine Runde da. Das ist natürlich auch ein bisschen dumm. Wir müssen eh nochmal zum Drachen vor. Can't we settle this like gentlemen? Ich darf. Schön. Dann. Feuer. A great inferno to scorch the land. Das ist das Beste, was ich machen konnte. I am ready. Ja, dann. So. Oh, so good.
letting the hunt begin. Lass mal das. Oh, schön. Well then. Ein bisschen. Genau, ein bisschen FP auf. I'm ready. Hier können wir das. Ist schon echt ein bisschen schlapp. Der kann das immer machen. Well then. Warum hat sie eigentlich so viele FP? Entschuldigung. I hope I grow more able. Cyrus, cool. Welche Stufe hat er denn jetzt? 64. Uff. Hab ich schon so viel gelevelt? Nein, ich habe die Quest nicht weitergemacht. Oh. Heute geht irgendwie alles schief. Also nochmal in den Laden rein. Quest bitte fortführen, Geschichte von Harnett, so. Dann kann ich hier noch den neuen Typi einpacken, wer war denn das? Da. Okay. So, ne? Ja, wenn das funktioniert. Euer Ruf hat gelitten. Hm. Wie ist das hier? Wisst ihr was, wenn ich jetzt sowieso schon raus bin und alles nochmal machen muss, kann ich auch nochmal nach Rektors Ruhe gehen und mir dort nochmal schön Begleiter suchen. Blockierung hat der gehabt. Stahlverteidigung. Weltraum. Ja, schon. Nö. Zertrümmern und zerschlagen. 18% Erfolg. Uff. Gestöber. Das geht nicht. Kopfnuss. Den kann man ja erstmal mitnehmen. Wahrscheinlich werde ich den eh gleich nochmal austauschen. Der hat jetzt 3 Sterne gehabt. Der hier sucht immer noch seine Tochter. Hoher Stoß. Das können wir eher versuchen. Der hat jetzt 5 oder 6? Der hier? Nichts. Da. Ich check hier gerade mal den Rollstuhl 4. Kritisches Auge 3. Berauschender Ball. Oh, ja. Nehme ich. Wie, der will nicht. Das waren 90%. Oh. Den hole ich mir. Da muss ja wieder Geld zahlen. Das ist ja wieder teuer. Ja, das ist richtig. Das wende schon. So viel Zeit vergeuden, dann können wir auch so viel Zeit vergeuden. Ruf. 10.000. Uff. Was tut man nicht alles für ein bisschen Ruhm? Uff und. So. Und der da oben. Jetzt so schwer, dass ich gleich mitkommen kann. Zurück nach Stillschnee. Zurück in den weißen Wald. Jetzt kann ich wirklich mal speichern. Wenn es so weitergeht, kann ich die Folge pausieren, bevor wir überhaupt da sind. Wahrscheinlich ist das auch so. Okay. Fahrt zum Weißwald. Der Drache war aus zweierlei Gründen zu schwierig. Einerseits habe ich ständig die verwirrende Anmut genommen.
ein sehr mächtiger Zauberer. So häufig kommt so viel Müll bei raus. Das lohnt dann überhaupt nicht mehr, den zu nutzen. I'll not be defeated. Das war klein. Ja. What is the logical course of action? Jetzt habe ich natürlich die falschen Waffen und Magien dabei, das ist natürlich ziemlich. Oh. I'm ready. Ja, das schafft jetzt nicht mehr. Es sei denn. I'm ready. Ja, oder so. I'll do my best. Wir brauchen alle ein bisschen FP. Come in, if thou darest. Ein bisschen Geschwätz. I am ready. Hier, Tänzer. Cyrus darf ich bitten. Good. Not bad. A passing. Und das ist es nämlich. Da ist mir so viel Müll dabei und das hält meistens auch die ganze Zeit. Du musst dann erstmal deinen Verlust überdauern. Also du kriegst da jetzt Bonus und Bonus auf deine Mütze. Wenn du jetzt vergiftet wurdest oder wenn du keine Geschichte hast, musst du das ja alles aushalten, eine Zeit lang. Und das zählt ganz schön Kampfgeschwind. Deswegen müsste ich echt aufpassen, weil wir den Anmut diesmal vielleicht nicht zu nehmen. Höchstens einmal. Höchstens einmal. Toll. Come in, if thou darest. Das kann er gerne. Dann hauen wir halt nochmal zu. Auf jeden Fall die Axt, Cyrus. Auf jeden Fall die Axt. My turn now. Okay. Kannst du noch ein bisschen rumspringen? Fire. Ist ja egal. Burn strong. I'm ready. Ja. Brauche ich einen Bären? If thou darest. Mal den Klang, was bringt er denn? Zornpreller. Okay. Und du bist es voll. Ja, ich mache einen frei. Ich nehme die Vampir-Fledermaus raus. Thou didst fight with courage. Unversehrt, Bruch, sehr schön. Ich nutze auch die Objekte relativ selten. Jetzt sollte ich die einfach häufiger nehmen. 70 Stunden schon, meine Güte. Ich wette, manche schaffen das in 20. Die sagt nichts. Der Weißwald. Gefahrenstufe 38. Wohlgemerkt ist Cyrus jetzt dann. Wie groß ist er? 64? Eigentlich müssen wir das hinkriegen. Eigentlich müssen wir das hinkriegen. Den Drachen hatte ich, glaube ich, mal. Let in my arrow fly in true. Ja, fly in arrow, ja. Mhm. Okay, meine Bestie. Schön. Nicht so viel angreifen, ich brauche die. I'm ready. May the sacred flame shine forth. So, Cyrus, darf ich bitten? Mach doch mal ein bisschen. Mach mal ein bisschen. Weniger als ich erwartet habe. Egal. Let in the hunt begin. Achso, sie darf extra. Well, what next?
wir greifen an. Great Inferno to scorch the land! Come in, if thou darest. Das ist doof, ich habe keinen Schwertangriff dabei. Ich hoffe, das ist nicht ganz so schlimm. Oh, heil. Let yourself be healed. I'll not be defeated. Hier bitte einmal angreifen. Ja! 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 Mach! Das kann. What next? Ach so, das ist extra. Planet könnte ein bisschen mehr FP brauchen. Oder ich zögere das noch hinaus. Wir müssen speichern. Ich war ja hier überall schon. Gut, ich werde aber, wie zu erwarten war, hier nochmal ein kleines Päuschen machen. Und in der nächsten Folge müssen wir den Drachen noch einmal. Echse? Kommt die hier? I'm ready. Schnee-Echse. Die will ich haben. Ich weiß nicht, was sie kann. Deswegen. May the sacred flame shine forth. Die arme Echse nicht kaputt machen. Egal, trotzdem. Oho. Let my arrow fly in. Ich mach hier mal eine. Ist die Echse stark? What is the logical course of action? Es ist noch voll. Das Explosion Messe. Ich muss irgendwann mal die Gegenden durchlaufen und gucken, ob ich noch irgendwo Monster habe, die ich noch nicht komplett gelesen hatte. Ich glaube, dafür gibt es letztendlich eine Errungenschaft. Aber wenn das jetzt Bossmonster sind, die ich verbraucht habe, dann weiß ich gar nicht, wie ich das wiederkriegen kann. Okay, ich mache eine kleine Pause. Ich werde hier noch einmal auffrischen mit Heilung etc. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es ganz genau. Tschüss, bis dahin.